Oha, hier steht's Wasser. Ein Hebel. Ich glaube, wir sollten das Wasser jetzt nicht berühren. Ich habe schon so eine Idee, was jetzt hier los ist. Was hier gleich passiert. Schnell weg hier. Na komm, Hebel! Genau dafür ist der Hebel da. Oh Mann. Von wegen, es müssen keine Leute sterben. Moi. Hast du da nicht wen vergessen? Es müssen keine Gegner sterben. Hast du da nicht wen vergessen, den wir hier gleich grillen? Hebel! Der sieht mir ziemlich tot aus. Und ich sehe auch ziemlich tot aus. Ich habe nicht daran gedacht, den Schalter wieder umzulegen. Und die kleinen Kids, die müssen auch sterben. Wir haben auch schon mit Hämmern und mit anderen Sachen den Schädel eingehauen. Tja, Fake News, Morty. Der sieht mir ziemlich tot aus. Ich weiß ja nicht, aber der wurde gegrillt. Ach, das sind nur Zombies. Zombies, Nazis und Roboter zählen nicht. Aha. Aha. Okay, ich schalte meinen Fernseher ein, falls wir ihn mal brauchen. Wir müssen hier runter. Aha, okay. Im Müllschacht. Okay. Hier haben wir ein Augensymbol an der Tür. Wir haben einen Koffer, den wir da drunter schieben können. Dann woanders an den Hebel rankommen. Kennst von den drei zeigt Anzeichen von intelligentem Leben, also ist das kein Mord. Mhm, aber der Doktor. Aber der Doktor. Naja, wie du meinst. Vielleicht auf den Fernseher klettern und hier. Okay, scheinbar kommen wir mit dem Fernseher hoch. Okay. Was wir zu einer Rätsel, was ich nicht verstehe. Den Fernseher haben wir ja oben schon aktiviert. Was sollen wir da einfach durchgehen? Fernseher irgendwie reparieren? Eigentlich meine Familie hier.
Halterung irgendwie reparieren. Ich habe noch Schuhe. Ach, jetzt müssen wir den Schalter wieder rufen. Das müssen wir von oben wieder drauf. Verstehe. Ach Mensch. Mutti hat Mitleid mit dem Doktor. Er ist jetzt nachtragend, der Mutti. So, jetzt können wir oben auf den Lüft drauf. Ja, sehr schön. Und nun? Was bringt das uns jetzt? Okay. Ach, vielleicht müssen wir. Ja, wir müssen auf die Zwischenetage kommen. Das kriegen wir nur hin, wenn wir rechtzeitig runterspringen. Aha. Ich verstehe. Vielleicht ist das die Problemlösung. Das macht ja auch nicht Lärm. Ein alter Fahrstuhl. So, ja. Rein mit uns. Und jetzt sofort mal drauf springen. Dass wir hier mal. Ja, hier durch. Ich schätze, das müssen wir so machen. Müssen wir ein bisschen schneller agieren. Ich verstehe. Auf die Zwischenetage sind wir noch nicht gekommen. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Sein, ich bin schon so verwirrt. Dass das noch nicht blicke. Wir sind jetzt hier in einer Art Wäschekeller. Müssen irgendwie versuchen, auf die erste Etage zu kommen. Wir waren oben in der zweiten Etage. Nein, 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 nein. Erstmal hier. Nein. Erstmal den Schalter betätigen. Dann müssen wir ganz schnell hier. Schneller, schneller. Das ist eine Zeitgeschichte hier. Müssen wir schneller reagieren. Hier nicht stehen bleiben. Sonst passiert das hier. Mist. Ich kann was auch irgendwie hier rechtzeitig rein, damit wir hier auf den Weg nach unten drauf springen können. Das sieht gut aus. Wenn das die Etage ist, wo wir hin müssen. Was auch gut aussieht. Sieht so aus, als müssten wir hier lang. Achtung, Strom. Okay. Der Boden ist Lava. Altbekanntes Spiel. In dem Fall ist der Boden Strom. Und dreht uns.
Ach komm. Wir müssen nur in das leere Feld dort springen. Im Moment ist das eine strombetriebene Toilette. Mensch, was für eine gute Idee. Tja, vielleicht schaffen wir es auch schon so. Ja, sehr schön. So, was machen wir jetzt mit ihr? Wir müssen irgendwie an den... Wir müssen wahrscheinlich an den Fernseher ran. Oder an den Hocker. Sie hat uns... Verdammt. Ich glaube, auf dem Klo gab es eine... Moment, ja, okay, das haben wir schon. Gab es auf dem Klo einen Fernseher? Nee, gab es nicht. Wie denken wir sie denn sonst ab? Okay, ich denke, wir müssen das Waschbecken dann da drüben darüber. Au, der arme Mono. Ich denke, wir müssen wohl oder übel hier nochmal sterben. Ja gut, das war jetzt dumm. Na komm, wie soll ich denn sonst die Badewanne. Mir fiel gerade das Wort Badewanne kurz nicht ein. Ich benutze nur eine Dusche. Kind, das nicht Badewanne, was soll das sein? Ach komm! Tönmone kann durch die durch Fernsehen teleportieren, sieht aber keine 240 Volt aus. Was für eine enttäuschende Superkraft. Ja. Schon widersprüchlich. Hier noch mal ein paar unnötige Tode. Ich habe das Gefühl, wir müssen nach oben durch das. Wir haben doch dann, ist das nur ein Spiegel? Fürchte, das ist nur ein Spiegel. Es ist nur ein Spiegel. Wenn mich umsonst bemüht. Wir brauchen irgendwie, also irgendwie brauchen wir den. Und die brauchen wir den Hocker. Zumindest den Hocker brauchen wir. Kommen wir da irgendwie ran? Wir müssen sie irgendwie ins Bad locken und dann rüberspringen. Wir können bestimmt vom ans Klo können wir bestimmt ran. Das müssen wir gerade mal ein bisschen üben. Das ist nämlich eine Entfernung, die wir schaffen können. Wenn wir hier rennen und zack, sehr schön, das können wir kriegen. Das machen wir einfach, wenn die Frau uns folgt. Ja, komm hinterher. Sehr schön. Genauso. Nein, hier muss niemand sterben im Spiel. Hier muss niemand sterben. Ich meine, stell dir mal vor, hey, ich kann mich in Energie verwandeln und durch Elektrogerät reißen, aber ich sterbe, wenn ich getasert werde. Das ist ein Punkt. Haben die Entwicklung nicht berücksichtigt. Tja. Gleich mal einen wütenden Brief an die Entwickler. Ans Studio. Ach du Schreck. Ich glaube, den Fernseher lassen wir schön an. Lassen wir mal lieber an. Obwohl. Einfach mal aus Spaß. Ah, passiert nichts. Schade. Ich würde mal sehen, was passiert. Okay, wir müssen irgendwie dort hoch.
Ein Einkaufswagen. Aha. Vielleicht mal, den müssen wir dahinter verschieben. Okay. Was bringt uns hier der Einkaufswagen? Was machen wir damit? Können wir bestimmt die Schräge runterschieben. Keine so schlechte Idee. Haben wir was zum Rüberspringen. Oha. Da müssen wir hoch. Können wir da hoch? Nee, können wir gerade nicht. Können wir den Strom ausstellen. Na komm, hier durch, quetsch dich durch. Über den Schreibtisch können wir bestimmt. So. Fast so enttäuschend wie Marvels Elektro-Theoretisch so mächtig wie ein buchstäblicher Mutanten wird, aber zu blöd um für die eigene Kraft und wird mit einem jugendlichen rot-blauen Unterwäsche verprügelt. Tja. Der Typ, den war in Batman Arkham Origins mit einem Schlag zerstört haben. One hit. One hit Boss. Okay, jetzt haben wir auch den Strom von dem Fernseher ausgestellt oder was? Können wir den Wagen jetzt hier noch verschieben? Der würde uns vielleicht helfen. Ein Einkaufswagen. Hier bleiben. Und wir jetzt hier von oben. Und jetzt hier irgendwie an den Wagen schwingen können. Sehr schön. Und jetzt. Sehr schön. Sind wir hier oben? Und wo? Es hilft uns jetzt inwiefern weiter? Eine Sache, die ich hier selten ausprobiert habe, Spiel, mich umzuschauen. Das bringt uns jetzt was genau. Okay. Mal wieder auf den Einkaufswagen. Aber was machen wir hier? Was bringt uns das jetzt? Können wir hier irgendwie an die Liane springen hier oder so? Ich fürchte, das ist nur Deko. Tja.
Können wir hier irgendwas machen? Irgendwas, was uns weiterbringt in der Geschichte. Und weiter in der Story. Okay. Auf den Fernseher klettern bringt uns auch nicht weiter. Das wäre planlos. Können wir das Ding da wieder hochschieben? Vielleicht ist das ja eine Lösung. Wir haben da ja eine Schräge, da können wir es vielleicht hier hochschieben. Können wir vielleicht da oben irgendwie langküpfen. Ich weiß nicht, ob wir stark genug sind, das Ding da wieder hochzuschieben. Ich fürchte fast, dass wir das nicht können. Ich versuch's. Ne, das wird nichts. Ich fürchte, dass wir ihn da drüben brauchen. Jetzt stecke ich hier eine Matsche fest. Ja, was machen wir denn da drüben auf dem Schrank, wo wir dann da angekommen sind? Hier können wir auch nicht durch. Ist nicht genug Licht, das ich sehen würde. Was dort oben wäre. Das sag ich, jetzt haben wir den verkeilt hier. Sehr toll. Was bringt uns der? Was machen wir mit dem Wagen hier? Vielleicht gar nichts. Einfach hier irgendwo weiter oder hier aus dem Fenster raus. Wäre eine Idee, hier auf die Lehne drauf und dann ups, schafft man nicht. Ist das hier irgendwie weiter oder? Hier haben wir Plüschtiere drin. Hier können wir auf die Lampe drauf. Ne, kann man nicht. Dann kommen wir hier wieder raus. Aber was? Vielleicht den Wagen umschieben und das Licht wieder anmachen. Das wäre eine Idee. Das, weil da kommen wir an den Strom ran. Dann können wir durch den Fernseher irgendwo hin. Wo ich da hinkomme, da will ich mir jetzt noch keinen Gedanken drüber machen. Ich habe nirgendwo anders einen aktiviert, deswegen ich habe Angst, wo wir dann da rauskommen. Ich habe schon so Befürchtungen, wo wir dann als nächstes rauskommen.
vielleicht ja noch ganz woanders, aber. So, am besten hier stehen bleiben, schön in der Mitte. Mach den Strom wieder an. Können wir durch den Fernseher entfliehen. Wäre eine Idee. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Strom an. Hier mal rüber. Einmal hier herumgerannt. Nee. Und hier können wir drauf. So vorsichtig, dass wir nicht verbrutzeln. Nein! Unverbrutzelt. Okay, mal schauen, was wir gespeichert haben. Was der Savepoint hier ist. Ich bin gespannt. Eine Schere auf dem Kindertisch. Hoffentlich eine Kinderschere. Oh, der Wagen steht jetzt dort. Okay, jetzt wissen wir ja, was wir machen sollen. Zum Fernseher. Weil ich vermute zumindest, was wir machen sollen. Den Kollegen hier verschieben. Es dauert noch ein Minütchen. Steuerung damit ist hier noch ein bisschen unangenehm. Sehr schön. Den vielleicht ein bisschen näher ran noch hier. Danke. Ob das mit dem Springen dann was wird? Ja. Vielleicht doch ein bisschen weiter weg. Das wird ein Spaß. Wenn der nicht richtig steht und wir es dann nicht schaffen. Oh Mann. Also jetzt hier aber. Noch ein bisschen beispielen. Mit nackten Füßen über die Schere laufen. So hoch mit uns. So, hier rüber. Man kennt das Prinzip. Hier runter und da hoch. Jetzt nur den Sprung schaffen. Da liegt jetzt alles. Und den zweiten Sprung auch noch schaffen. Aufs Regal. Hops. Und rüber hier. Sehr schön. Okay, wir kommen hier raus. Angst. Oh nein. Bitte nicht. Und wo sollen wir uns denn hier verstecken? Hilfe! Werdet abgelenkt. Okay. Bis daran vorbeirennen, kommen die ganzen.
Jetzt kommen die hier. Die Kandidaten. Manu. Das dachte ich mir. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Zombie One. Wird es zum Ende hier nochmal spannend. Seid abgelenkt. Ach du Scheiße. Fernseher. Durch. Ui. Willkommen in Resident Evil 8. Ja, so ungefähr. First Try haben wir es geschafft. Ist doch erfreulich. Ah, da ist Six. Komm raus. Nein. Wir haben es nicht geschafft. Oh nein. Hau ab. Axt. Axt, 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 Axt. Verdammt. Und schon verloren. Durch. Ja. Na komm, hoch, 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 hoch. Durch da. Und weiter durch hier. Oh Mann. Okay, sind wir ihn wieder losgeworden. Spannend wird es hier nochmal. Oha! Der hat uns gekriegt. Und damit beende ich diesen Stream für heute. Wir haben viel geschafft heute. Ich denke, hier geht es an dieser Stelle weiter. Ich hoffe, das ist ein guter Checkpoint hier. Da dürfen wir beim nächsten Mal weitermachen. Ich habe schon angekündigt, ich wollte heute nur bis 20 Uhr streamen. Geht bald weiter. Daumen nach oben, sollte euch gefallen haben für die YouTube-Videos. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, tollen Tag. Glocke aktivieren, schaut auf Twitch vorbei. Lasst dort ein Follow da. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.